Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es von mir ein Theory Reading für den Februar 2019. So, das erste Buch, das ich diesen Monat wirklich begonnen habe zu lesen, war City of Clairs, der dritte Teil. Und ich bin auch, glaube ich, erst hier müsste ich sein. Also relativ am Anfang, wenn man das jetzt sich so anguckt. Ich habe kurz davor die anderen beiden gelesen, also den ersten und den zweiten. Und der erste war super, der zweite hat mich jetzt nicht so gezogen. Und der dritte, der ging jetzt für mich bisher. Und deswegen bin ich momentan noch ein bisschen am Straucheln mit dem Band. Mal schauen. Jetzt ein kleiner Spoiler-Alarm für alle, die noch nicht die ersten beiden Teile gelesen haben, weil ich lese euch jetzt kurz den Klappentext vor, worum es in diesem Buch überhaupt geht. In Idris sind düstere Zeiten angebrochen. Als Valentine sein tödliches Dämonenheer zusammenruft, gibt es nur eine Chance, um zu überleben. Die Schattenjäger müssen ihren alten Hass überwinden und Seite an Seite mit den Schattenwesen in diesem Kampf ziehen. Um Clary vor der bedrohenden Gefahr zu schützen, würde Chase alles tun, doch dafür muss er sie erst einmal verraten. Tödliche Geheimnisse und eine packende Liebesgeschichte in einer atemberaubenden Welt. Cassandra Clares fulminanter dritter Teil der Chroniken der Unterwelt. Urban Fantasy vom Feinsten. Ja, wie schon gesagt, die ersten beiden haben mich jetzt schon gezogen, aber der dritte bisher noch nicht. Auch wenn ich erst ganz am Anfang bin. Ich glaube, mich schreckt auch ein bisschen ab, dass er so dick ist. Also dicker als die anderen beiden Teile. Aber ich würde gerne jetzt weiterlesen und wenn ihr diesen Teil schon gelesen habt, könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen Teil fandet und was euch so dazu gebracht hat, dieses Buch zu lesen. Dann kommen wir zum zweiten Buch, das ich gerade am Lesen bin, und das ist von Terry Goodwin, erste Buch der Magie. Ich bin da auch erst ganz am Anfang, deswegen kann ich noch nicht so viel sagen. Also ich bin auch erst so ungefähr hier. Das ist wirklich ganz am Anfang. Ich glaube, hier schreckt mich auch wieder ab, dass es so dick ist. Es hat, glaube ich, 1000 irgendwas Seiten. Also dieses Buch hat 1009 Seiten und ich glaube, das schreckt mich ein bisschen davon ab, dieses Buch zu lesen und wirklich durchgehend durchzulesen. Außerdem bin ich momentan eher in der Liebesszene wieder drin und Fantasy-Bücher wie dieses hier liegen bei mir momentan ein bisschen rum. Leider habe ich es ausgeliehen und will es bald wieder zurückgeben, deswegen sollte es jetzt eigentlich mal gelesen werden. Ich lese euch auch hier wieder einen Klappentext vor. Das Meisterwerk der modernen Fantasy. Westland ist ein Land des Friedens, aber als der Vater des jungen Richard Cypher gewaltsam zu Tode kommt, macht sich der Waldläufer auf die Suche nach dem Mörder. Dabei begegnet Richard der schöne Kalan, die nach Westland gekommen ist, weil ihre Heimat Mindland von dem machtgierigen Darken Whale bedroht wird. Doch Whales Häscher lauern überall. Richard und Kalan sind nirgends sicher. Und auch Richards Waffe, das Schwert der Wahrheit, kann ihnen nur beschränkt Schutz bieten. Und dann überwindet das Böse die Grenzen von Westland. Ich habe es jetzt mit deutschem Akzent vorgelesen, weil ich eben nicht genau weiß, wie sie auf Englisch ausgesprochen werden, die Titel. Das tut mir sehr leid, wenn es anders ausgesprochen wird. Ja, ich habe es von einem Kollegen ausgeliehen bekommen und der schwärmt von der Reihe. Es sind ein paar Bücher, ich weiß gar nicht so viele. Es hat mich ja bisher noch nicht ganz so gezogen. Das lege ich jetzt auch hier hinten hin. So, das dritte Buch, das ich lese momentan, ist Trinity Gefährliche Nähe. Das ist der zweite Teil der Trinity Bücher von insgesamt 5 Stück. Und Gott, ich liebe diese Bücher. Ich habe das erste durchgesuchtet und das zweite bin ich jetzt, warte, das kann ich euch zeigen, bin ich jetzt hier. Also schon fast am Ende von diesem Buch. Und ich hoffe, dass ich bald weiterkomme. Ich habe die letzten beiden Tage nicht so viel gelesen, aber ich hoffe jetzt endlich mal weiterlesen zu können, weil mich zieht dieses Buch. Und ich muss auch ehrlich sagen, mich ziehen gerade die Romantikbücher, deswegen liegen die beiden Fantasybücher momentan hinten dran und sind noch nicht so weit gelesen. Und das
Romantikbuch, das ich momentan lese, ist ganz vorne. Ich finde die Story mitreißend. Ich finde, dass es sich immer weiter aufbaut. Ich fand jetzt zum Beispiel das erste, fand ich fantastisch von der Story her. Hätte für mich auch ein Ende haben können. Aber das zweite, das baut nochmal darauf auf. Das gibt den ganzen Personen nochmal eine viel größere... gibt allen Personen, die darin vorkommen, viel mehr Charakterzüge. Und ja, es bringt ein bisschen mehr vor, wie die Charaktere aufgebaut sind. Es gibt den Charakteren Schwächen, es gibt den Charakteren aber auch Stärken, die wiederum zu Schwächen führen. Es gibt so viel, was ich über dieses Buch nur Gutes sagen kann, und ich glaube, ich gebe euch da noch einen Booktalk zu, sehr wahrscheinlich erstmal zum ersten und dann jetzt zum zweiten. Und ich liebe dieses Buch, weil ich weiß nicht, ich glaube, es liegt auch daran, dass ich den Schreibstil sehr gerne mag. Also es ist in der Ich-Perspektive und Gegenwart, und es kommen sehr viele erotische Szenen auch schon vor, aber es hat so viel Story, so viel Tiefgründigkeit, und deswegen hoffe ich, dass es jetzt bald, dass ich bald weiterlesen kann und dass es auch gut wird. Genau, jetzt wollte ich euch noch was zeigen. Das gehört nicht ganz zum Curly Reading. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Also zu den Büchern, die ich gerade lese, gehört das nicht. Aber ich habe mir jetzt ein Bookjournal angelegt. Zu den Büchern, die ich gerade lese, habe ich mir immer so Seiten gemacht, wo ich auf die eine Seite das Bookcover geklebt habe und auf die andere Seite so ein paar Infos zu den Büchern aufgeschrieben habe. Das habe ich auch mit allen drei Büchern gemacht, die ich momentan lese. Muss ich mal schauen, wann ich damit durchkomme, wann ich die endlich lesen kann. Oh, da ist mir gerade ein Stift runtergefallen. Wenn ich die endlich lesen kann. Aber ich hoffe, das wird bald der Fall sein. Und damit ist das Video auch schon fast am Ende. Ich würde mich über ein Abo freuen und wenn ihr mal die Glocke aktivieren könntet. Und dann mache ich hier noch eine Umfrage. Würde mich sehr freuen. Habt ihr diese Bücher schon gelesen? Und wenn ja, wie fandet ihr sie? Und wenn nein, was würde euch so interessieren an Büchern? Wo steht ihr gerade? Was lest ihr gerade? Das würde mich jetzt interessieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!